immer so schön, wo so Hall ist und dreht dann noch das Wasser auf. Der Rest ist in der Moderation. Verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen der Stadt Korbach, Parteien, die dazu eingeladen haben und auch die Kirchen sind immer dabei. Und uns war es wichtig, einfach vor der Europawahl jetzt nochmal zusammenzukommen und ein deutliches Zeichen zu setzen für Demokratie. Genau. Für Demokratie wollen wir nochmal sichtbar werden heute Nachmittag, und damit sind wir auch verbunden mit vielen Menschen in anderen Städten in Deutschland. Das haben Sie, habt ihr wahrscheinlich gehört, auch im Radio. In ganz vielen Städten sind wieder Menschen unterwegs und auf der Straße und treten ein für Demokratie und fordern damit auch auf, morgen zur Europawahl zu gehen und damit dieses wichtige Friedensprojekt Europäische Union auch am Leben zu halten. Wie wichtig ist das für uns? Wir wollen uns unsere Freiheit bewahren, die Freiheit, die uns unser Grundgesetz gewährleistet. Unser Grundgesetz ist 75 Jahre alt, das haben wir in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen gehört und auch gefeiert. Und es, vielleicht war es schon so, weil wir es so lange haben, weil wir es so gewohnt ist, haben wir das Gefühl, es ist selbstverständlich, dieses Grundgesetz. Es ist selbstverständlich, dass wir wählen können. Selbstverständlich, dass wir Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit haben, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und dass die Menschenwürde unbedingt geschützt ist. Das scheint uns selbstverständlich, aber es ist es nicht. Das zeigen uns die deutlichen Strömungen von Rechtsextremismus und auch von Gewalt gegen politisch Engagierte und auch gegen Mandatsträgerinnen. Dagegen wollen wir aufstehen und unsere Werte verteidigen. Deshalb ist es toll, dass ihr, dass Sie heute da sind. Und meine Hoffnung ist, dass, wenn wir unsere Demokratie wieder als das Werkzeug benutzen, um den Menschen hier in unserem Land die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten, in Frieden und Wohlstand gemeinsam zu leben, dass diese Ideen dann hoffentlich auch in einiger Zeit wieder komplett aus der Öffentlichkeit verschwinden werden. Morgen wählen wir in der Europäischen Union. Ich denke, die Europäische Union ist ein Riesenbaustein dafür, auch in Zukunft in Frieden und Wohlstand in Europa gemeinsam leben zu können. Und ich freue mich, dass wir morgen durch diese Wahl unsere Europäische Union ehren können. Demokratinnen und Demokraten, unsere Demokratie wird angegriffen. Ob es die Angriffe auf Grünpolitiker in Dresden sind, auf Matthias Ecke, der operiert werden musste, oder andere. Im Moment haben wir ganz viele aktuelle Gewalttaten. Aber nicht nur Politiker, sondern auch Rettungskräfte, Polizei, Krankenhaus oder etwa Behördenmitarbeiter werden angegriffen, so wie aktuell der Mord an einem Polizisten in Mannheim. Das sind schwere, nicht tragbare Grenzüberschreitungen, antidemokratische Gewalttaten, die wir, meine Damen und Herren, nicht tolerieren dürfen. Und solche Angriffe und Einschüchterungen, die kennen wir eigentlich nur, wenn es um politische Bewerber geht, aus den dunkelsten Epochen unserer Geschichte. Bei den aktuellen Fällen wurde ganz deutlich, dass sie aus dem rechten Milieu kommen,
und der Polizei und dem Staatsschutz bekannt sind. Und auch in Hessen haben wir leider einen der bekanntesten Fälle zu verzeichnen und zu betrauern. Den Mord an unserem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Das zeigt, wie gefährlich Hetze sein kann. Der Jahrestag dieses Mordes war vergangenen Samstag und mahnt uns: aus Worten werden Taten. Die Angriffe sind Angriffe auf uns alle. Sie richten sich gegen unsere Gemeinschaft, gegen unsere Werte, gegen unseren gesellschaftlichen Konsens und sie richten sich gegen all jene, die für die Demokratie einstehen und sich in den Wahlkampf begeben. Dagegen heißt es, zusammenzustehen. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir heute hier zusammengekommen sind gegen Gewalt, für Demokratie und für Vielfalt. Wir setzen ein Zeichen. Der Einsatz, meine Damen und Herren, ist wichtiger denn je. Denn, und wenn man hier schon Reinrufe hört, denn Rassismus und teilweise rechtsextreme Einstellungen sind Normalität geworden. Unsagbares ist sagbar geworden. Und das bedeutet mehr als nur eine Diskursverschiebung. Es geht um die Gefährdung unseres Zusammenlebens. Es geht darum, sie schützend vor unsere Lebensform, vor die Demokratie zu stellen. Und die Demokratie ist, wie unser jüngster Verfassungsschutzbericht zeigt, vielen Anfeindung, vor allen Dingen den Rechtsextremisten, ausgesetzt. Die Vitalität unserer Demokratie, ja, gar ihr Fortbestehen und wird künftig stärker von uns allen abhängen. Unsere Demokratie braucht mehr denn je aktive Demokratinnen und Demokraten. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht länger zuschauen, sondern die Demokratie stärken und verteidigen. Und ich bin wirklich dankbar für jeden und jede, der heute hier ist, der auf die Straße geht. Danke an Sie, an euch alle. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, Demokratie, das ist nicht nur etwas, was in einem Grundgesetz festgehalten wurde, ist eine theoretische Form, sondern etwas, was mit Leben erfüllt werden muss. Demokratie, das lebt nur, wenn Demokratie auch einen Körper hat, wenn es Blutzellen hat, wenn es ein Gehirn hat, wenn es sozusagen alles, was den Menschen ausmacht, die Menschen sind halt der Körper der Demokratie. Denn ohne Demokratinnen und Demokraten geht es nicht. Nur wenn wir für uns klar machen, dass wir alle Teil dieses Gemeinwesens sind, dass wir alle Teil dieses politischen Gemeinwesens sind, dass wir tatsächlich alle das leben können, dass wir alle teilhaben können, dass wir alle mitbestimmen können oder eben das alte Wort mitherrschen können, wobei mir das nicht so gut gefällt. Nur dann können wir diese Demokratie verteidigen und weiterleben. Und deswegen ist es richtig, dass man heute auf die Straße geht und sagt, wir sind für Demokratie und Vielfalt, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Die Kollegin Dr. Sommer hat das ja eben gerade schon mal ausgeführt. Demokratie ist weltweit unter Druck. Sie ist weltweit in Gefahr. Und wir in Deutschland wissen auch ganz genau, dass Demokratien auch sterben können. Und von daher haben Sie vielen Dank an jeden, der heute Nachmittag hierher gekommen ist. Es ist ein kraftvolles Zeichen von Demokratinnen und Demokraten, eine Verteidigungslinie für die Demokratie. Und dafür sage ich Ihnen vielen Dank. Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen hier. Mich freut es heute ganz besonders, dass so viele zu dieser Kundgebung gekommen sind. Zu meiner Person, Tim Kiewig mein Name, ich bin 16 Jahre alt und ich darf hier heute als Schulsprecher der Alten Landesschule hier in Korbach sprechen. Auch darf ich die besten Grüße der anderen Schulen ausrichten. Wir leben in Zeiten der Krisen und des Krieges. Die Herausforderungen sind gewaltig wie kaum zuvor. Die Preise springen in die Höhe, der Klimawandel schreitet immer weiter voran und viele Menschen erfahren Gewalt und Unterdrückung. Die Meinungen driften immer weiter auseinander und zu Teilen leider in extreme Richtungen, links wie rechts. Unterschiedliche Meinungen sind elementar wichtig in einer Demokratie. Und so sagten der ehemalige Bundeskanzler und auch der aktuelle Bundespräsident auch nicht ohne Grund, dass eine Demokratie, ohne dass in ihr gestritten wird,
keine Demokratie sei. Damals, aber auch heute. Man kann nur Demokratie leben und machen, wenn man, ja, wenn man Brücken bauen kann. Und das gelingt immer nur, wenn man kompromissfähig ist. Das ist dann nicht der Mangel an eigener Überzeugung oder Wankelmut, heute so und morgen vielleicht mal so. Nein, Kompromissfähigkeit ist vielmehr ein Zugestehen an die andere Seite, dass auch die mal Recht haben kann. Und wenn nämlich jeder dem anderen erklärt, dass er Unrecht hat, dann ist es schlicht Blockade. Stillstand. Und wenn man dann diese Blockade und diesen Stillstand überwinden will, meine verehrten Damen und Herren, dann muss man lernen, aufeinander zuzugehen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Liebe Politikerinnen, liebe Politiker, liebe Kandidaten für die Bürgermeisterwahl morgen, liebe Leute, die ihr euch einsetzt für unser Land. Ich werde euch nicht alle wählen. Ich darf nämlich nur einen wählen. Und das ist für mich ein Problem, weil ich mich entscheiden muss. Und ich finde es total gut, dass so viele Leute sich bereit erklären, sich zu engagieren und mal hier vorne hinzugehen und für uns zu reden und an anderer Stelle für uns zu reden. Ich bin stolz auf meine Stadt, weil so viele Menschen sagen, sie wollen hier etwas erreichen. Und ich bin tief erschrocken darüber, dass Menschen, weil sie das tun wollen, mit Hass übergossen werden oder gar mit ganz anderer Gewalt konfrontiert werden. Ich möchte Ihnen und euch versprechen, dass ich mich einsetzen möchte dafür, dass wir dagegen vorgehen als Gesellschaft, dass wir das nicht akzeptieren, weil es falsch ist und weil da Menschen für uns einstehen und wir möchten für sie einstehen und dafür, dass unsere Demokratie tolerant ist und aushält, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und das nicht mit Gewalt beantworten. Zwischen Moos und Farm, da lebt ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde je gestört, als er ein dumpfes Grollen hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, ertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Es ist mir ein wirkliches Bedürfnis, am Anfang Ihre Aufmerksamkeit auf die beiden Männer da hinten zu lenken und alle anderen, die in ähnlicher Funktion Veranstaltungen wie die unsere zu schützen haben. Ich möchte daran erinnern, dass das auch die Polizisten in Mannheim gemacht haben. Eine Veranstaltung, eine politische Veranstaltung schützen. Und dabei ist jemand getötet worden. Ist jemand, ich weiß jetzt nicht wie, ist egal. Es ist jemand getötet worden, ein Polizist. Und das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Wir müssen Respekt und Solidarität mit den Kräften bekunden, die die Ordnung in diesem Land und die unseren Schutz sicherstellen. Ich möchte zu den beiden Begriffen Stellung nehmen, zu denen wir uns heute hier versammelt haben. Demokratie und Vielfalt. Ich habe dafür keine Rede mitgebracht, aber dieses kleine Büchlein, das Sie vielleicht kennen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Demokratie, Daniel May hat es vorhin gesagt, heißt übersetzt Volksherrschaft. Wir wissen genau, dass es Volksherrschaft im echten, im direkten Sinne nicht ist. Es ist eine indirekte Form der Beteiligung des Volkes an dem, was in unserem Land passiert. Wir nehmen an Wahlen teil, wir können wählen, wir haben das Recht zu wählen und eigentlich auch die Pflicht, zur Wahl zu gehen, und das gilt auch für morgen. Auf meine Meinung, ich habe das Recht zu tun, was ich will,
aber ich darf dadurch nicht andere Menschen in ihren Rechten beeinträchtigen. Und dann der Artikel, der über allem steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es heißt nicht in der Verfassung, die Würde der Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde der Menschen, aller Menschen, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Religion. Alle Menschen haben das Recht auf Würde. Schon auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Da gibt es keine Unterscheidung oder Abstufung. Jede und jeder ist Abbild Gottes. Dass es das Grundgesetz genauso sieht, haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Selten war in der katholischen Kirche eine so uneingeschränkte und nachdrückliche Einigkeit zwischen den Bischöfen und allen katholischen Verbänden und Gremien festzustellen, wie bei der Ablehnung jedweder Einschränkung des Schutzes der Menschenwürde. Schön, dass jeder Einzelne von Ihnen hier ist zum heutigen Demokratiefest. Es ist immer eine schöne Herausforderung, als letzter Redner auftreten zu dürfen. Vieles Richtiges und Wichtiges wurde schon gesagt. Und ich möchte mich ausdrücklich dem, was meine Vorredner bereits beigetragen haben, anschließen. Wir mögen in der Sache über Parteigrenzen hinaus miteinander konkurrieren, aber in einem Punkt sind wir uns einig und da stehen wir auch geeint. Und das ist unser Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie. Und das ist ein wichtiger Kern der Zivilisation. Ein kluger früherer Stuttgarter Oberbürgermeister hat die Sache mit der Demokratie und der Diktatur mal so erklärt. Er hat gesagt, die Menschen, die Verhältnisse in einer Demokratie sind besser als die in einer Diktatur. Gerade weil es aber eben auch zur Demokratie gehört, dass die Verhältnisse kritisiert werden dürfen, kommt es den Menschen manchmal schlechter vor, als es tatsächlich ist. Im Kontrast zu den Verhältnissen in einer Diktatur, wo es den Menschen schlecht geht, aber ihnen permanent von oben eingeredet wird, wie gut es ihnen eigentlich gehen soll. Das ist ein Paradox, was er da beschreibt, was ich interessant finde und was mich auch immer wieder anregt, die Demokraten in unserem Staat, denen sehr gut zuzuhören und darauf zu achten, in welche Richtung sie sich bewegen und welche Äußerungen sie teilweise übernehmen. Wenn wir Äußerungen von Extremisten hören, die sehr deutlich und eindeutig sagen, dass sie die Demokratie verachten oder teilweise sogar abschaffen wollen oder gegen Grundwerte der Demokratie vorgehen, dann ist das, ich sage mal, einfach zu erkennen. Und ich behaupte, alle, die hier sind, wissen, was ich damit meine, was für Äußerungen das sind. Die begegnen uns gar nicht so häufig im Alltag, aber es gibt ein paar Sätze im Alltag, die mir aufgefallen sind. Und ich habe über das vergangene Jahr mal so eine kleine Liste angefertigt an Äußerungen, die nicht von Extremisten kommen, sondern ich nenne es mal, es ist ein bisschen zynisch, tut mir leid, aber die Powersätze der fragwürdigen Demokraten, die uns allen im Alltag begegnen. Und ich unterstelle, dass jeder von Ihnen das schon mal gehört hat. Ich will nur drei rausgreifen, das ist eine lange Liste. Sätze, die beginnen mit die Politiker. Ich möchte denjenigen, den Sprecher gerne fragen, welche meinst du? Du meinst doch einige bestimmte, benenn die doch. Warum denn nicht einfach direkt dazu sagen, wen und welchen Inhalt du meinst? Sind alle Politiker dumm? Ich kann es mir nicht vorstellen. Sind tausende Menschen, die sich auch ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren, alle dümmer als du, der du das sagst? Wenn danach etwas Abfälliges, oft ist das der Fall, angeschlossen wird? Ich kann es mir nicht vorstellen. Diese Sätze beginnen und wir hören sie. Ich kann nur dazu anregen, nachzufragen. Wen meinst du? Warum meinst du das? Hast du ein Problem mit einem Einzelnen oder vielleicht sogar am Ende mit Demokratie an sich? Das fände ich fragwürdig. Ein zweiter Satz, als hätten wir keine anderen Probleme. Das hat jeder schon mal gehört. Und meistens richtet es sich ja gegen zum Beispiel Politik für Minderheiten. Ich frage dann allerdings gerne den Sprecher, verfügst du also über eine Liste von Problemen, über die Politiker sprechen sollten, eine abschließende, umfassende Liste, und über andere Probleme sollten wir nicht sprechen? Das klingt merkwürdig. Wenn man das nachfragt, kommen oft diejenigen, die diese Powersätze raushauen, doch ins Grübeln. Und wir sollten das tun.
Ein dritter Satz: Das ist doch Wahlkampf. Oder das ist doch ein Wahlkampfmanöver. Ich komme gerade vom Wahlkampf, deswegen sehe ich so aus. Wir waren in der Fußgängerzone und ich kann Ihnen sagen, Wahlkampf ist was Gutes. Das ist nicht, da wird zugespitzt, ja, manchmal geht es uns auch auf die Nerven, aber Wahlkampf ist ein Merkmal, dass ein Austausch stattfindet, dass es eine Vielfalt von Meinungen gibt, dass die Menschen auswählen können, was sie für wichtig und richtig für ihr Land halten. Das ist eine Errungenschaft. Und diese Wahlkämpfe münden dann, so wie morgen, in Wahlen. Und diese Wahlen, die sind für mich das eigentliche Demokratiefest. Schön, dass wir das heute hier gemeinsam vorbereiten. Ich wünsche uns noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Most of its clock put up signs, same position close. The secretaries turn off typewriters, put on the coat. General